eine Medaille. Aber zunächst will Patricia Neske bei ihrem internationalen Debüt einen Platz unter den ersten 10 halten. Die 18-jährige Deutsch-Amerikanerin war nach der Pflicht sensationell Sechste, fiel dann im Kurzprogramm auf den 8. Rang zurück. Aber das ist unter 20 Läuferinnen aus 12 Ländern immer noch beim internationalen Debüt eine hervorragende Platzierung. Ihre Musiken Don Quixote und die Nussknacker-Suite von Tschaikowski. Dreifacher Tulop mit Doppeltulop hinten dran. Doppelachsel, sehr sauber und hoch. Noch einmal ein dreifacher Tulip, neuerdings eine Wiederholung erlaubt. Ja, das kommt der Bielmann-Pirouette schon sehr nahe, was sie da macht. Des 4-Minuten-Vortrages von Patricia Neske, eine gelungene Darbietung, ohne gravierende Fehler, mit sehr viel Schwung vorgetragen und drei Dreifachsprung, allerdings war es dreimal der Tulip und das kann Abzüge bringen. Mit Noten zwischen 5,2 und 5,6 in beiden Wertungen liegt Patricia Neske bislang nach 15 Starterinnen auf Rang 3, hat also alle Chancen, ihren 8. Platz zumindest zu halten. Aber auf dem Eis laufen sich jetzt die 5 Läuferinnen warm, unter denen die Medaillen vergeben werden.
Dabei Claudia Leistner, die nach Pflicht- und Kursprogramm in zweiter Position liegt, Verzeihung, in dritter Position liegt. Und natürlich unter allen Umständen eine Medaille gewinnen will. Sie muss als Erste auf das Eis, das ist bei den Läuferinnen sehr, sehr unbeliebt. Aber sie hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie geht volles Risiko, kommt durch, das bringt eine hohe Note, dann zwingt sie die anderen ebenfalls zum Risiko und zu möglichen Fehlern. Auf Sicherheit zu laufen, hat heute Abend sicherlich für sie wenig Sinn. Die Frage ist, wie sie nach ihrer Kette von schweren Verletzungen und Krankheiten in den Jahren zwischen 53 und heute wieder Selbstbewusstsein getankt hat und wie ihre Kondition ist. Claudia kann vier dreifache Sprünge bieten, vier verschiedene sogar. Ob sie das tut heute Abend, das ist die große Frage. Für sie heißt es in diesem Jahr entweder den Sprung in die Revue schaffen oder aber weiter auf dem Standesamt arbeiten. Sie läuft nach Musiken. Music was my first love. Next. Shimai und der Profi. Claudia. Letzte Aufmunterung von Trainer Günther Zöller. Und ein guter Empfang der etwa 1200 Zuschauer in der Halle, die 12.000 Stühle hat. Ja, die Kombination mit dem dreifachen Solo, sehr schön gelungen. Dreifache Flip, der erste des heutigen Abends. Nicht ganz sicher gelandet, aber dennoch gestanden. Das heißt, Claudia läuft Risiko. Ein sehr hoher Doppelachsel, sehr sauber. Doppelrettberger, den kann sie auch dreifach. Der dreifache Zulup noch einmal. Das heißt, der ist erlaubt. Dreifacher Salto, ja, das war beim Aufsetzen etwas schwach. Aber so viel Dreifacher hat bisher heute Abend noch keine Läuferin gezeigt. Vier Stück bisher. Tatortsmelodie. Musik.
jetzt der Lutz. Nur doppelt. Und die Schlusspirouette. Und schon jetzt darf man sagen, eine starke Leistung von Claudia Leisner. 19 Jahre alt. Claudia Leisner. Viel Beifall in aller und sicherlich die bisher schwierigste Kür und ihre beste Kür seit ihrem zweiten Platz 1983 bei der Weltmeisterschaft in Helsinki. Hier nochmal die Zeitlupe. Der dreifache Tolup war das. Ein doppelter Axel. Gut auf der Kante aufgekommen. Und ein zufriedenes Gesicht, das darf man wohl sagen. Hier ist der Trainer Günter Zöllner, der aus der DDR kam, Europameisterschaftsdritter war. Im Jahre 1970 und ebenfalls bei der Weltmeisterschaft hat er eine Bronzemedaille gewonnen. Diesen Platz nennt man gemeinhin die Tränenecke, aber in diesem Falle ist es eine Ecke des Lächelns. Es steckt ja sehr viel Ungewissheit dahinter in Bremerhaven bei der deutschen Meisterschaft, weil sie noch unsicher ist, ohne jedes Risiko gelaufen. Aber sie wusste, heute als Erste aufs Eis, unter denen die Medaillen gewinnen wollen. Sie hat nicht alles gebracht, aber was sie gebracht hat, war gut und durchaus eindrucksvoll. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Noten. Die Preisrichter sind schon sehr früh ziemlich hochgegangen, im Gegensatz zu der Meisterschaft vor einem Jahr in Budapest, die eine Sturzmeisterschaft war. Heute haben schon sehr viele gute Dreifachsprünge, auch Kombinationen. Ein gutes Niveau dieser Damenmeisterschaft, zum ersten Mal eigentlich seit vielen, vielen Jahren. Die Dreifachsprünge machen den meisten Mädchen ja noch Schwierigkeiten. Dieses Jahr erstaunlich viel zu sehen, obwohl es ja einige Abgänge gegeben hat, unter anderem Manuela Ruben. Und hier sehen wir die Wertung. Das ist nach meiner Sicht bisher die höchste Wertung des Abends. Aber ich hatte besonders in der A-Note eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Also 5,4 aus Finnland scheint mir ein bisschen wenig. Sie sehen hier oben die Nationalitäten: Schweiz, UdSSR, Ungarn, Frankreich, Finnland, Tschechoslowakei, die Bundesrepublik Deutschland, die DDR und Schweden. Jetzt die B-Note. Für den künstlerischen Eindruck, die A-Note ist ja der technische Wert. 5,5. Und da liegt die Finnin bei 5,2. Die wertet also kreuz und quer durcheinander heute. Die DDR 5,4. Sie hat ja noch zwei Läuferinnen, auch unter den letzten fünf. Da spielen schon die Nationalitäten eine gewisse Rolle. Die 5,7 beide Male aus Ungarn und aus Schweden. Und damit steht Claudia Leisner jetzt in erster Position, aber noch kommen vier Läuferinnen. Next competitor. Die nächste ist die Titelverteidigerin Katharina Witt aus der DDR. Sie kommt aus Karl-Marx-Stadt, ist 19 Jahre alt, war im vergangenen Jahr Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Nach der Pflicht führte sie noch, hatte dann ein schwaches Kursprogramm und nun muss die Kür entscheiden, ob sie ihren Titel verteidigen kann. Ihre Musik, Sweet Girl Crazy und Mona Lisa. Zunächst also George Gershwin. Und direkt Schwierigkeiten. Dreifacher Salto einwandfrei gestanden nach dem etwas missglückten Beginn. Einfacher Axel.
Claudia Leisner verzichtet wieder auf mögliche Dreifachsprünge. Verzichtet Katharina Witt verzichtet wieder. Sie ist ja auch Olympiasiegerin geworden mit nur 2 Dreifachsprüngen. Dreifacher Salto, das ist der zweite, den sie springt. Dreifacher Zulauf mit Doppelzulauf. Die Kombination, die sie in der Kurzkür nicht schaffte. Noch ein Doppelachsel. Und das ist die Schlusspirouette von Katharina Witt, der zweimaligen Europameisterin. Und nun haben die Preisrichter das Wort. Liegt Claudia Leisner nur einen Platz vor ihr am Schluss? Dann kann sie sie verdrängen. Hier die Zeitlupe. Da sehen Sie, sie war mit der Hand auf dem Eis beim ersten dreifachen Tollup. Ansatz zum dreifachen Flip, der aber nur doppelt wird. Kombination, da kam noch eigentlich ein doppelter Zulauf dran. Hier die Trainerin Jutta Müller, die erfolgreichste Trainerin der Welt. Sie hat bisher schon 47 Medaillen gesammelt und 22 Titel mit ihren Schülerinnen und Schülern gewonnen. Denn einer war ja Jan Hoffmann, der Europa- und Weltmeister war. Gabi Seifert, ihre Tochter Christine Errath, Annette Pötsch und nun Katharina Witt. Eine fast nahtlose Kette eines großen Erfolges der 56-Jährigen. Ja, die Wertung lässt noch auf sich warten. Kann natürlich sein, dass Katharina Witt auch einen kleinen Bonus bei den Preisrichtern hat. Und das sehen wir hier. Sie liegt höher als Claudia Leisner, das kann man schon in der A-Note sehen. 5,5, 5,4, 5,7, 5,7, 5,6, 5,5, 5,7 und dann aus der DDR gab 5,8, das scheint mir etwas übertrieben, und aus Schweden 5,6. Sichtlich Zufriedenheit bei den beiden Damen. Auch in der B-Note höher als Claudia Leisner, 5,7, 5,7, 5,8, 5,8, 5,7, 5,7, 5,8, 5,8 und die 5,6.
Und damit ist deutlich, Katharina Witt hat ihren Platz vor Claudia Leistner gehalten, aber es kommen ja noch drei Läuferinnen. Nächste Läuferin, Simone Koch aus der DDR-SR. Sie kommt aus Dresden, ist 16 Jahre erst alt, also einer der guten Nachwuchsläuferinnen, die immer wieder aus der DDR kommen. Sie liegt in fünfter Position nach Pflicht- und Kurzprogramm. Und im Kurzprogramm zeigte sie die drittbeste Leistung unter allen Läuferinnen. Vor einem Jahr in Budapest war sie siebte, ihre Musik ein spanischer Walzer von Waldteufel. Ein dreifacher Flip. Einfach Tolup, Doppel-Tolup. Dreifacher Ritzberger, den man bei den Damen sehr, sehr selten sieht. Eine sehr schöne Sprungsequenz, fünf Sprünge hintereinander, sieht man auch selten. Und Schluss der Kür von Simone Koch aus Dresden. Ein gelungener Vortrag, sie hat auf zwei Dreifachsprünge, die sie sonst kann, verzichtet. Das wird sich in der A-Note ausdrücken. Sie wird sich kaum von ihrem fünften Platz nach vorne schieben können. Noch einmal die Zeitlupen. Es geht.
gibt den Doppelachsel. Und auch hier freudige Begrüßung mit der Trainerin Ingrid Lehmann. Und hier werden natürlich Autogramme gegeben, das ist Katharina Witt. Ob sie aber wieder Europameisterin ist und bleibt, das wird sich noch erweisen. Mit 16 Jahren, das darf man wohl sagen, schon eine enorme Leistung, so in die Weltklasse oder in die Europaklasse zumindest hineinzuspringen. Sie startet ja erst im zweiten Jahr international, hat erst einmal in Budapest im vergangenen Jahr mitgemacht und war dort siebte. In Ottawa bei der WM, in Sarajevo bei den Olympischen Spielen fehlt es. Da kommt die A-Note, sehr hoch. 5,6, 5,5, 5,6, 5,3 nur aus Frankreich, 5,7, 5,5, 5,6, 5,7 und 5,7. 5,6. Im Preisgericht heute sicherlich etwas ungewöhnliche Wertungen, aber das System der Majorität der Plätze gleicht es dann doch meist wieder aus, dass es also nicht zu gravierenden Ungerechtigkeiten kommt. Marks for artistic impression. 5,5. Die B-Note ist sehr einheitlich zwischen 5,4 und 5,7. 5,5. Fünfmal die 5,5. 5,6. Und damit hat sie Simone Koch vor Anna Kondrashova geschoben. Sie liegen nach Punkten.